Da, wo man Krebse und so fahren kann. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Oh, geil, Pastinaken. Soll ich dir noch ernten helfen oder soll ich direkt in die Mine? Klar und so nicht. Du kannst nur so direkt in die Mine. Ich habe nur zu viel Energie. Geister sind heute sehr glücklich. Ihr werdet euer Bestes geben. Sie werden ihr Bestes geben. Sehr nice. Ich habe einen Brief bekommen. Artikel über dich in der Zeitung gelesen. Von Papa. Ich bin sehr vom Fortschritt auf deinem Hof beeindruckt. Mach so weiter und dein alter Vater wird noch in einem luxuriösen Bungalow in der Südsee seine alten Tage verbringen. Alles Liebe, Papa. Ja, Papa. Kannst du uns gerne noch ein bisschen Geld schicken und dabei helfen? Er hat dir schon 1000 geschickt. Kannst du noch ein bisschen mehr Geld schicken? Ich kann ein bisschen was vortragen. Brauch neue Schuhe. Kann. Ach nee, ich muss ja jetzt erstmal zum Dings, zum Zauberer. Wieso musst du zum Zauberer? Weil der von mir eine Narzisse will. Also erst Zauberer. Erst Zauberer, dann Gemeindezentrum, dann Mine. Ah, und vorher zu. Ich kann auch das Gemeindezentrum machen, wenn du mir sagst, was ich da hinbringen soll. Nochmal. Ja, kannst du machen, wenn du dann noch Zeit hast. Guten Abend, Pinkkiller. Ich leg's hier einfach hier hoch in die Truhe. Herzlich willkommen. Also 10 Fledermausflügel und eine Solaressenz. Guck mal, da gibt's Pastinaken drin. Lass mich mit den Scheiß noch vorher. Mach's nur, weil ich muss, weil wir es einmal angepflanzt haben. Nächsten Frühling gibt's keinen einzigen Pastinake. Zumindest werde ich keine einzige anfassen, weder Samen noch Pastinaken selber. Das ist eine Aussage, mit der ich leben kann, aber in einem Jahr ist ja auch noch ein bisschen hin. Ich werde mir das merken. Ja, bis dahin weißt du es bestimmt noch. Wir werden ja hoffentlich kein ganzes Jahr brauchen, um uns da hinzuspielen. Hast du jetzt deine Hacker eigentlich verbessert? Nee, noch nicht. Also, um in diesen Wald zu kommen, muss man nur so ein größeres Holz zerhacken, aber ich glaube, dafür braucht man schon eine Eisenaxt. Und dann kann man da jeden Tag 16 Hartholz farmen. Das ist schon praktisch. Wir können uns ein ganzes Luxushaus kaufen, den ganzen Pastinaken. Ich habe jetzt wieder 45 Pastinaken verkauft. Achso, der Artikel aus der Zeitung, genau. Ja, nice. So. Oh, hier sind noch Lederschuhe drin, zum Beispiel. Die kann ich mir anziehen. Läufst du deswegen vielleicht schneller? Kann sein. Nee, da ist nur Verteidigung und Immunität drauf. Ja. Dich habe ich nicht mehr dabei, das hätte ich gerne wieder. Melonensaat haben wir schon, Blumenkorsat haben wir nicht mehr ausgebracht. Fackeln. Gießkann. Was machst du denn da? Wo hast du das hingeschmissen, die? In die Truhe für Monsterüberbleibsel. Das war die rote, ne? Ja. Die so böse so 10 aussieht. Hast du gesagt davon und 50 davon. Es müssten nur noch 10 da sein. Ich wollte die eigentlich an die anderen verkaufen. Oder hast du Schleim schon abgegeben? Nee, Schleim haben wir noch nicht genug. Aber du brauchst auch nur die 2 Sachen, weil man nur 2 von 4 braucht. Ach so. Und deine Marmelade ist fertig. Das habe ich gerade auch gesehen. Natürlich leider keine gute Marmelade geworden, aber es ist Marmelade. In welche Kiste soll ich denn die schmeißen? Hast du eine Idee? Jetzt sollte man nochmal eine spezielle Kiste für Dings machen. Kristallfrucht, Wurzelfrucht. Ja, oh, ich habe ein Buch gefunden. Ich packe es jetzt in die orange Kiste, die ist nämlich noch leer. Ja, die war, glaube ich, für die Jahreszeiten gedacht vom Felix, aber mach mal. Hab's jetzt in die orange Kiste gepackt. Wir können ja dann im Sommer mal alles so ein bisschen neu einmodeln. Ich nehme den Aal noch mit. Ein bisschen ordentlicher machen. Und wenn wir die Beete ordentlicher haben, können wir auch die Kisten vielleicht mit Schildern und sowas hinstellen. Und dann machen wir es uns richtig gemütlich, Ben. So. Dass der Felix ganz verwirrt ist, wenn er wiederkommt. Schilder sind aber nicht gemütlich. Was? Schilder sind nicht gemütlich. Ja, aber das sieht doch hübsch aus. Und dann wir können auch Wege zwischen den Beeten machen und dann Zaun. Ja, kannst du alles machen. Ich kümmere mich um das wirklich Wichtige. Kann ich auch. Aber dann darfst du es hinterher nicht wieder zerstören. Ja, ich habe noch nie irgendwas zerstört. Du hast meine Thronordnung zerstört, indem du einfach überall irgendwas willkürlich reingelegt hast. Weil du davor standest und 5 Minuten gebraucht hast, um die Truhe zu sortieren. Dann, so lange wollte ich nicht warten. Vielleicht überlege ich mir das damit, dass ich dich mag nochmal. Ups, sind die Flussfische? Nachtfische. Welchen Nachtfisch brauchen wir denn noch? Was ist denn das für einer? Den Glasaugenbarsch haben wir noch nicht. Hab ich noch nie gesehen. Okay, das ist gelogen, weil ich habe auf meinem Account eigentlich alles abgehakt, bis auf
Bis auf den Freundschaftszweig mit dem Koch. Im Übrigen habe ich den Koch nie gefunden. Wo ist denn der Koch? Keine Ahnung, was du meinst. Ach, das haben wir noch. Ich frag dich später nochmal. Wo waren die? Waren die hier oben? Nee, das ist Gewächshaus. Wo waren denn die Monstersachen? Zum Abgeben. Das ist, warte mal, Speisekammer, Heizraum. Ah, ganz rechts, nämlich gerade auf dem Weg. Bündel Abenteurer. Abenteurer. Zack. Zack. Bündel komplett. Nice. Wurde mir jetzt sogar angezeigt. Ich glaube, das war die letzte Mal. Kleiner Magnetring erhöht deinen Radius zur Aufnahme von Gegenständen leicht. Ja. Den brauche ich nicht. Aber ich glaube, ich kriege eine neue Freischaltung. Jetzt kann ich das schwarze Brett noch, habe ich noch gekriegt. Was können wir denn da abgeben? Das schwarze Brett war vorher schon. Nee, das habe ich jetzt gerade freigeschaltet bei mir. Moment, warte. Bündelkoch ist da zum Beispiel. Ja, genau da. Das meine ich mit dem Koch. Genau, das war nämlich vorher nicht. Färbemittel, und wo ist Feldforschung. Keine Ahnung, noch keinen Koch gesehen. Futter. Und wenn du die abschließt, dann erhöht sich der Freundschaftswert zu denen oder irgendwie so. Aber ich weiß überhaupt nicht, wo der Koch sein soll. Ich auch nicht, noch nie gefunden. So. Heute gibt es keinen Auftrag, dann gehe ich mal da oben angeln. Da brauche ich nämlich noch nicht. Bin Teich. Im Teich bin ich so selten angeln. Nein! Doch, schön. Perfekt. Ich dachte, ich wäre eben aus Versehen runtergegangen, ohne die Gerüte mitzunehmen. Hat heute irgendjemand eigentlich gegossen? Nein, ich dachte, du machst das. Sehr gut. Dann müssen wir das noch machen dann. Ich bin gnadenlos davon ausgegangen, dass du heute Pharma-Tätigkeiten machst. Und ich in die Mine gehe. Das war in meinen, soll ich mithelfen beim Ernten impliziert. Da meinte ich auch Gießen mit. Ich habe nur geerntet tatsächlich. Du studierst auch was Technisches, ne? Informatik. Also bei Mathematikern ist es tatsächlich so ein ganz krasses Eingabe-Ausgabe-Prinzip bei vielen, die ich kenne. Ich habe noch ein verlorenes Buch gefunden. Oh, ich habe ja auch noch eins, stimmt ja. Du musst Mathematikern immer ganz genau sagen, was du willst, explizit, und dann machen sie auch genau das. Aber auch nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das ist bei Informatikern nicht ganz so der Fall, bin ich der Meinung. Zumindest bei denen, die ich kenne. Ist einfach nur verpennt. Also. Hey, Fischi, bleib hier! Das ist ein fieser Fisch. Es ist so, da gibt es eine Story von einem Bekannten von mir. Forellenbarsch habe ich gefunden. Es gibt zwei Storys. Einmal hat er erzählt, dass er einkaufen gegangen ist und dann auch alles eingekauft hat, was auf dem Zettel stand. Aber nicht mehr. Aber nicht die Rückseite. Als dann seine Freundin ihn darauf hingewiesen hat, von wegen, dass der Zettel doch zwei Seiten hat, hat er gemeint, naja, dann hättest du draufschreiben müssen, bitte Rückseite beachten, sonst fällt mir das natürlich nicht auf. Ich glaube, das habe ich auch schon gemacht. Ich schreibe auch mir Einkaufszettel nicht auf Rückseiten, weil ich die selber vergesse. Und dann habe ich halt gelacht und habe gemeint, also wo die beiden mir das erzählt haben, das ist halt ein Pärchen, habe gemeint, ja, das ist so in Anführungsstrichen typisch Mathematiker. Dann meinte er, ja, er kann mir da noch eine bessere Story erzählen. Er ist mal mit einem Kumpel irgendwo hingefahren, wo er halt den Weg kannte, aber der Kumpel halt nicht. Und dann sind sie irgendwie die Straße entlang gefahren und dann fragte ihn der Kumpel beim Fahren halt so, ja, kann man hier rechts abbiegen? Und er guckte halt und meinte so, ja, hier kann man rechts abbiegen. Und dann ist der Kumpel rechts abgebogen. War der falsche Weg, schon klar. Ja, und dann standen wir halt irgendwo rum. Und dann meinte er, hier, das ist aber nicht der richtige Weg. Oder meinte er, danach hast du auch nicht gefragt. Hast du nur gefragt, ob ich rechts abbiegen kannst. Und das hat er ernst gemeint. Das war nicht als Gag gedacht. So sind die. So ist mein Bruder auch. Ja, aber das könnte natürlich auch sein, weil ich mir so denke, er hat mich nur gefragt, ob ich hier rechts abbiegen. Vielleicht weiß er irgendwas mehr. Ja. Siehste? Fiese Fische. Die Forellenbärsche zu fangen sind ganz schön schwierig. Da gibt's auch passend dazu den blöden Witz mit dem Informatiker. Kennst du den? Nee, noch nicht. Aber wahrscheinlich gleich. Also, wie war denn das? Genau. Wird ein Informatiker zum Einkaufen geschickt. Und die Frau sagt zu ihm, geh bitte Milch einkaufen und wenn... Also geh bitte einen Liter Milch einkaufen und wenn sie Eier haben, 10. Ja, geholt 10 Liter Milch, schon klar. So ähnliches kannte ich tatsächlich doch schon mal. Die sind so blöd.
So. Oh, jetzt habe ich langsam keinen Platz mehr. Warum habe ich denn keinen Platz mehr? Zu viel Kram. Hast du schon einen Rucksack gekauft? Ja, und ich habe trotzdem, ich habe so viel Zeug dabei. Aber ist nicht so schlimm. Oh, meine Energie ist auch leer. Oh, aber ich bin auf 9 und... Nee, dann esse ich jetzt was. Ich hätte ein paar Fische, die man essen könnte. Ich esse jetzt einen Löwenzahn. Weil ich meine, ich bin jetzt auf 59, ne? Also... Wieso hast du überhaupt Löwenzahn dabei? Habe ich auf dem Weg gefunden. Also irgendwo habe ich gelesen, wenn Pollenflug ist, kann man mehr Pflanzen finden. Also stand nicht im Wiki, aber ein paar Leute behaupteten das als Erfahrungswert oder höherwertige Pflanzen oder irgendwie sowas. Okay. Ich weiß nicht, ob das so ist. Aber ich habe tatsächlich viele Pflanzen auf dem Weg gefunden. Weiß ich auch nicht, ob das so ist. Hm. Oder ist ja jetzt wie ein herausfordernder Fisch. Muss ich überhaupt was machen? Nope, nicht einmal Taste gedrückt. Perfekt gefangen. Sehr schön. So 89 cm kaufen. Der war ein bisschen träge. Carpador. Das Karpfen ist Carpador theoretisch, ja. Aber der wird nicht zu einem großen, langen Schlange. Oh, wieder eine Julia-Cola aus dem... Wie oft schmeißen die Colas in den Teich oder in die Flüsse? Carados. Ja, vor allen Dingen Colas, die noch trinkbar sind, ne? Das ist ja nicht mal leere Cola. Keine Ahnung, irgendwie beim Umladen runtergefallen. Oh. So, die blöde... Oh, wobei, die erledige ich jetzt noch. Komm. Die eine darf auch noch sterben. Komm schon, Fischi. Ich habe jetzt einen schönen Schatz. Ich will den behalten. Oh, hier gibt's einen Schatz. Und du kannst auch mal, wenn du wirklich angeln magst, hier unten angeln, gell? Bei Gelegenheit. Erstmal habe ich jetzt einen Schatz geangelt. Ein Rubin und einen Diamanten? Ja, das ist ja mal ein Schatz, den ich hier geangelt habe. Holy shit! Nicht schlecht. Schatz, wir sind reich! Ich gehe heim. Ich habe einen Diamant geangelt. Ich bin fertig für heute. Was ist denn kritische Kraft? Ja, da musst du mal reingucken. Was ist hier bestimmt dort stehen? Hm. Muss mir jetzt irgendwie hier nichts. Muss meine Beleuchtung ein bisschen runterdrehen. Also Stardew ist echt nicht beliebt im Vergleich zu Dota. Dabei spiele ich schon so Primetime. Ja, meine Schatztruhen, die sehen aber auch sehr ähnlich aus, sag ich mal, bei dem Spiel hier. Das macht viel aus. Huch. Ich glaube, der Leuchtring, den ich jetzt habe, ist deutlich leuchtringiger. Zombie, geh weg. Ich lege mal in unsere Gemeinschaftszone ein besseres Schwert. Wir müssen mal gucken. Recycle-Truhe, Holzstein, Eisenbahn. Wir haben doch schon Eisenbahn, ne? Inventar ist voll. Was haben wir? Eisenbahn? Ja, wir haben 12 Eisenbahnen schon. Ach, Barren. Barren. Verstanden, Eisenbahn. Ja, Eisenbahn hätte ich gerne auch. Da gibt es nämlich theoretisch eine, aber irgendwie geht die noch nicht. Soll ich eine Recycle-Maschine bauen oder mehr? Boah, eine lang vollkommen. Okay. So, jetzt warte mal den... Muss ich das wieder wegtun? Das brauche ich dann nicht mehr. Nee, wo ist denn... Ach, du bist an der Mineraltruhe. Tausche mal. Jo. Dann... Wir können... Nein, noch nicht. Ich packe mir in die ganz rechte Truhe hier in den Ring, den ich gekriegt habe. Ja. Ach ja, den würde ich denn dann auch nehmen, wenn du ihn nicht haben brauchst. Nee, ich brauche nicht. Du bist ja nicht so oft in der Mine. Wo packen jetzt die Recycling-Geräte hin? Ich pack mal Geoden und den Kram auch in die Wo möchtest Tour. Du das Recycling-Gerät hinhaben? Och, ich sortiere sowieso im Sommer nochmal um, stell's einfach irgendwo ab. Ah, Mensch. Was denn? Weil direkt was zum Reintun gehabt, deswegen wollte ich das wissen. So, Julia-Cola haben wir hier noch. Pack mal die hin. Nicht da, sondern da. Die hat keinen Platz mehr, weil ich... Doch, hier sind noch andere drei. Deswegen hat die Platz. Oh. Dann hatten wir vorhin zwei Plätze dafür. Baumaterialien. Boah, langsam kommen ja auch... Wir müssen die echt mit Schildern machen, dann sparen wir Zeit am Ende. Weil man weiß, was drin ist. Oh, es ist fast um zwei. Hilfe! Na, ich bin direkt vorm Bett. Ich bin im Bett zusammengebrochen und ich schlafe jetzt auch im Bett. Aber das nützt mir nichts, weil mein Charakter nicht mehr registriert hat, dass er im Bett ist. Hofarbeit Stufe 6. Ich kann jetzt Hartholz zauen und die Käsepresse kann ich machen. Und den Qualitätssprinkler. Ja, nice, super.
Passend zum Sommer. Ich kann jetzt ein Lebenselixier herstellen. Ist auch nicht verkehrt. Prost. Prost.